Konstantin Filippo serviert heute überbackene Muscheln mit Petersilie, Parmesan und Senf. Schalotten und Knoblauch in Olivenöl anspitzen, salzen und groben Senf einrühren. Die Muscheln putzen und ebenfalls untermengen. Mit Petersilie sowie Lorbeerblatt würzen. Und mit Weißwein ablöschen. Mit Milch und Obers aufgießen. Etwas köcheln lassen und zugedeckt ca. 10 Minuten dünsten. Nach Ablauf der Zeit sollten sich die Muscheln geöffnet haben. Die zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Muscheln aussortieren, die Soße nach Bedarf mit etwas Maisstärke binden. Für die grünen Petersilien-Crumbles Panko-Brösel, Butter, Estragonsenf, geriebenen Parmesan sowie Gruyère vermengen. Mit gehackter Petersilie abschmecken. Für die Bindung Eier zugeben. Alle Zutaten gut vermischen und abschmecken. Petersilien-Crumbles auf den Muscheln verteilen. Vorgeheizten Rohr bei 180 Grad ca. 15 Minuten goldbraun gratinieren. Frühlingszwiebel schneiden und mit unbehandelten Zitronenzesten sowie Thymian vermengen. Diese Mischung vor dem Servieren auf den überbackenen Muscheln verteilen. Viel Erfolg beim Nachkochen!